von oben auf uns und Slacks für Main positioniert. Wism. Jetzt bitte Smoke. Kommt da jetzt durch, versucht schnell über Outside in Richtung Main zu gehen, kommt da auch dran vorbei, aber man weiß, dass einer hinten dran ist. Max passt sehr, sehr gut auf, holt sich Slacks da raus, wichtiger Frag von ihm. Dementsprechend öffnet man da jetzt sehr, sehr gut in der Spot, aber Dude und Cressy machen die Shots. Cressy sieht einen unten. Jetzt wird er hier von zwei Seiten attackiert, muss gucken, dass er da irgendwie die Kontrolle behalten kann. Zieht sich jetzt ein Stück zurück, aber repeakt immer wieder, versucht Sony da irgendwie rauszuholen. Trifft den Headshot aber nicht, zieht sich jetzt zurück. 3 gegen 3, alles auch wieder aufgelöst von den Blue Jays. Sprechen da jetzt ein neuer Go. Der ist sehr, sehr low. Es reicht eigentlich ein Bodyhit. Der kommt jetzt von Tsubasa. Schön von Max. Der war da sehr, sehr geduldig. Einfach im Vent, dass ihm da einer in die Arme läuft. Und jetzt ist es Cressy. 1 gegen 2. USP klatscht. Die Bombe wird geplantet. Er weiß es definitiv, dass es B ist. Kann sich da jetzt so ein bisschen drauf konzentrieren, sage ich mal. Aber es sind zwei Spieler, die er holen muss. Und beide warten hier jetzt im Deacon. Oh, Cressy. Das wird ein wichtiger Double. Erste landet schon nicht, jetzt muss er zwei umfahren. Oh, aber da kommt der Refrag nicht. Und was macht denn Max? Er will irgendwie durch die Tür, aber ist zu dick und passt nicht durch. Das gibt's doch nicht. Oh, war das problematisch von den Blue Jays. Und Cressy holt den Klatsch. Und das darf eigentlich nicht passieren. Cressy kriegt nicht den direkten Klick weg. Und dementsprechend hat man eigentlich Zeit, da irgendwie zu zweit rumzupushen, ihn irgendwie unter Druck zu setzen, wegzuholen mit der Glock, die er sowieso auf der Distanz einen Vorteil bietet. Und dann läuft einer weg, der andere versucht zu fighten, verliert den Fight. Und dann kommt man hier auf Seiten von Max nicht aus der Tür raus und ist quasi gefangen gegen die USP von Cressy. Und da macht er den 1 gegen 2 Klatsch. Holt sich die erste Runde. Schade für die Blue Jays. Gut für AirTags, 1 zu 0 damit der Start. Die Blue Jays jetzt mit dem Pistol bei. Man hat die Bombe geplantet bekommen, dementsprechend da genug Geld für ein fünffaches Deagle Play. Ansonsten wird da nichts gekauft, um in der dritten Runde den Fullbuy machen zu können. Slacks passt auf und Slacks macht auch direkt 2, versucht dann auch den Headshot oben auf das Silo zu setzen. Oh, Shirox, schöner Klick, dann nochmal gut Schaden gemacht gegen Cressy. Uiuiui, der fällt auf 3 HP mit einem Schuss. Der war nah dran am Gesicht. Cressy muss jetzt gucken. Max wartet wieder. Oh, ja, guckt da kurz weg. Aber hat dann wieder den Fokus und SDFN pusht. Und pusht quasi in die Arme von Max. Und der macht da die wichtigen Frags jetzt auch mit rein. Holt sich eine Waffe, holt sich einen Kill. Attacks wieder in Unterzahl. 2 gegen 3. Die Blue Jays sehen gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Cressy wird wichtig. Der hat nur 3 HP. Er muss schauen, dass er direkt den Headshot setzt. Zumindest gegen einen. Weil sonst steht Mantu mit der MP9 alleine gegen 3. Und der hat einen guten Spot jetzt. Und er holt sich die Rocks. Jetzt kann er da weiter hoch. Kann gucken. Sieht über Outside beide. Kann sie callen. Jetzt nochmal mit der Nate hinterher. Und Cressy baut darauf natürlich auf. Weiß jetzt mit der Info, es geht in Richtung A. Steht da gut hinter Pommes. Jetzt muss er gucken, dass er da einen setzt. Der macht einen. Und der sprayt weiter. Hält ihn da unter Druck. Währenddessen kommt Mantu. Das ist gut gespielt von Attex. Da wird nicht overextended. Da wird nicht zu weit rausgegangen. Man wartet auf den Mate. Macht das 2 gegen 1. Und sehr, sehr clever holt man sich das 2-0. Schön gemacht. Und die Blue Jays eigentlich wieder mit einem guten Start in dieser Runde. Haben da auch einen Vorteil rausholen können. Kriegen den am Ende nicht durch. Und holen sich auch diese Runde leider nicht. 2-0 Attacks. Die Blue Jays jetzt aber erstmals mit einem kompletten Fullbuy. Dementsprechend equipment-technisch hier jetzt auch ein bisschen im Vorteil. Attacks behält auf Dude und Mantu die MP9. Damit jetzt vierfach AK und zu Barca mit der AWP. Mit der AOG wird das ist abgehängt, aber irgendwie Tsubasa war entweder auch Flash, da hat ihn nicht gesehen in der Ecke. Und dementsprechend macht Slacks den Entry-Frag und direkt den zweiten hinterher. Jetzt kommt erst der Refrag von Shirox, aber Wism kriegt ebenfalls einen gegen Dude. Cressy macht den Vorteil wieder für Adex klar. Und dementsprechend das 3 gegen 2. Die Überzahlsituation ist da für Alternate. Max versucht darum zu peeken. SDFN hat ihn gesehen, zieht sich zurück, hat die Info, möchte dann nicht in den Onfight gehen. Und Cressy steht da, wartet nur auf den Cross. Wie gesagt, die Info ist da. Jetzt piekt er leicht rum. Er weiß nicht, dass man da bereits durch ist. Und das könnte ihn böse erwischen, wenn er da nicht checkt. Und Max, oh Gott, der hat eine gute Posi. Der hat so eine gute Posi. Er kriegt den Headshot gegen SDFN. Ärgerlich für Stefan. Cressy sagt dann natürlich an, so, ja gut, sehe keinen. Sind sie, haben sich zurückgezogen. SDFN geht also wieder hoch, versucht diesen Angle wieder zu halten. Und da wurde eben nicht an, da konnte man nicht ansagen, dass man bereits einen Spieler durchsneaken hat lassen. Dementsprechend der
Frag dann auch Damax. So, mit dem zweiten mittlerweile jetzt gegen Mantu. Und damit ist Cressy alleine gegen zwei. Versucht dann noch im 1v1, verliert gegen Max. Der macht den 3K. Und damit die erste Runde für die Blue Jays. 2-1. Man kommt direkt rein. Die Runden auch bisher immer knapp gewesen. Attex also nicht absolut drüber momentan. Die Blue Jays halten sich da gut mit dran. Jetzt nächster Fullball natürlich für die Blue Jays. Dieses Mal ein Sniper dabei, fünffaches AK-Setup und FX muss runterforcen, aber der ist nicht optimal. Da sind wirklich nur Pistols dabei. Entsprechend quasi Doppel-Economy. Ja, die Flashbang sollte, glaube ich, da nicht so rein. Wäre aber eh auch keiner gestanden für die beiden. Langsam, aber sicher geht's nach vorne jetzt. Über Outside holt sich da Stück für Stück mehr Räume. Mantu und Toot zusammen wieder für Main. Und jetzt bin ich gespannt, wo der Execute ausgeführt wird. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Zeit auf jeden Fall am Start. Das reicht. Locker für die Blue Jays. So ein Spot-Switch dauert nicht lange auf. Jetzt kommt der erste Kontakt. Wisdom, schöner Headshot gegen Duke. Er öffnet damit die Runde. Jetzt kommt Cressy zur Unterstützung, aber auch der verliert da recht schnell dieses Duell. Und jetzt ist es eben 5 gegen 3. Man hat nur eine gute Waffe auf Mantu, ansonsten Pistols. Und die werden hier Stück für Stück rausgenommen. Mantu macht jetzt eben einen mit seiner M4. Aber auch der wird sehr, sehr schnell wieder gerefragt. Und dementsprechend hat man jetzt das 4 gegen 1. SDFN alleine gegen alle. Vielleicht bekommt er noch einen. Kann sich eine Waffe mitnehmen. Ah, da kommt der Peak. Ja, versucht's irgendwie noch drauf zu kommen, aber Wisdom überlebt mit 3 HP und dementsprechend holt man sich hier mit einem 4. Man survived diese Runde auf die Seiten der Blue Jays. Das ist gut für sie, auch fürs Geld. Da kann man ganz gut drauf aufbauen. Dementsprechend jetzt hier wenig, was man nachkaufen muss. Und Attex, ja, die müssen ja sowieso eben nochmal voll in die Economy. Haben kein Geld, müssen da komplett sparen jetzt. Da wird nichts gekauft, aber auch gar nichts. Und die Blue Jays hier jetzt eigentlich auch mit einer sicheren Runde, wenn sie nicht absolut grobe Fehler machen. Sollte Attex nicht unbedingt in der Lage sein, hier nur mit USPS gegen das Full AK, Full Nate Setup irgendwas ausrichten zu können. Ein, zwei Kills wäre schon gut für Attex. Ja, jetzt kommt man da von hinten, aber Shirox ist noch einen hinten nach. Macht den Frag gegen Cressy. Oh, irgendwie dadurch die Smoke hat er den Faden sehen, die da gerade verschwindet. Und Dude macht aber einen hinten nach. Jetzt ist es Wisdom, der da gegen drei aufhalten muss. Ah, ein AK ist halt dabei. Wisdom muss aufpassen. Nate kommt. Ist zu wenig nach vorne. Mantu kriegt noch einen Shot mit. Sony unterstützt jetzt seinen Mate. Ja, und da wird Dude auch nicht mehr viel ausrichten können, denke ich. Möchte da aber nicht auf den Safe gehen. Versucht lieber noch irgendwie Schaden zu machen an den Blue Jays. Aber auch hier wieder mit 4 Mann diese Runde durchgehalten. Absolut zufriedenstellend für das Team der Blue Jays. Und Attex braucht jetzt wieder eine Runde. Sie haben wieder Geld, können dementsprechend erneut in den Fullball gehen. Das machen sie auch. Ausgeglichene 6. Runde hier jetzt. Attex für den Ausgleich oder die Blue Jays für eine starke 4. Runde. Weil wenn die jetzt holen, ist Attex definitiv auch wieder broke. Muss erneut in die Eco. Und dementsprechend kann man dann da mehr oder weniger 2 Runden sich in Folge aufbauen. Und das ist auf Nuke auf der T-Side ganz schlecht. Gleich, die merkt zwar immer mehr an, aber City-Side ist sie trotzdem noch. So, bei weitem nicht mehr so stark wie früher. Auch durch die vielen Änderungen, aber meisten Spieler, die ich frage, man spielt lieber auf der CT-Seite, lässt sich einfacher exekuten. Hier jetzt das 3 gegen 3. Die Bombe liegt auf dem A-Spot, hat ihn hier gut einnehmen können. Und der STFN oben jetzt aus Heaven. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ihn da oben nicht checkt, kommt der Rest nämlich aus Main. Da wird jetzt hingeaimt. Heaven wird nicht mehr unter Kontrolle gehalten. Und das war super stark gespielt von Attex. 2 aus Main machen Lärm. STFN oben im Heaven. Wartet, bis der Execute von außen quasi kommt. Wenn die beiden abgelenkt sind, zieht er rum, macht den Kill und damit auch den Def
Fuse, der sollte drin sein. Ja, definitiv. 3-3. Attex schafft den Ausgleich. Macht das 3-3. Und dementsprechend jetzt die Blue Jays, die nachkaufen müssen von 0. Und auch das wird wahrscheinlich ihr letzter Buy. Obwohl Sony und Max können nachkaufen. Wenn man eine Waffe safe bekommt, sollte man die Runde verlieren. Dann höchstwahrscheinlich nachkaufen. Blue Jays da mit guten Runden am Anfang. Wenn sich die Equipment-mäßig ganz gut aufstellen. Dude jetzt weit durchgesprungen mittlerweile hier in die Garage. Snacks unten im Tunnel. Kurz Moment. Ja, aber nicht den SDFN, wird dieses Mal abgesmoked auf der Rampe. Können euch da nicht reinschauen, dementsprechend einfach mal der Spray versucht, da was mitzunehmen. Jetzt hat er eingesehen, kommt direkt die Nate. Die ist gut, die macht guten Damage da an den Blue Jays. Und SDFN, der wird jetzt hier super wichtig werden. Jumpt runter. Hat jetzt ein bisschen zu viel Angst bekommen. Sieht dann nämlich zwei und noch die AWP, möchte da nicht mehr gegen pieken. Und dementsprechend zieht er sich zurück, gibt die Info an sein Team. Und da muss jetzt natürlich schnell vorwärts gehen für die Blue Jays. Nicht zu viel Zeit lassen, nicht zu viel Zeit geben an Outlet Attacks, die sich hier neu aufstellen können. Slack's jetzt bekannt, der Refrag kommt nicht schnell genug. Slacks kann sich neu positionieren. Dementsprechend holt man sich den Vorteil. 4 gegen 3. Überzahlsituation. Wow, Shirox da gerade im richtigen Moment durchgezogen. Hat aber ein bisschen Pech mit der Nate. Aber jetzt kommt Sony von hinten. Und der macht einen. Der kriegt fast den zweiten. Aber da ist die Wand ein bisschen zu dick. Zu wenig Schaden. Der durch Mantu durchgeht. Und Tsubasa jetzt im 1 gegen 3 mit der AWP. Mantu hört ihn steppen. Und Mantu wartet nur drauf, dass er hier ihm entgegenläuft, macht den Frag und die Runde ist safe für Attex. Jetzt bin ich gespannt, ob die Blue Jays hier reinforcen. Sony und Max jeweils mit 6k können auf jeden Fall kaufen, beziehungsweise mit einer Farmers eventuell oder einer MP über einen Drop spielen. Das wäre halt super, super risikoreich und dazu entscheidet man sich auch nicht. Man droppt ein paar Pistols, geht hier mehr aber auch nicht ein in dieser Runde. Dementsprechend hier kleiner Pistol bei von den Blue Jays. Attex also in der guten Möglichkeit, sich jetzt selber ein kleines Polster aufzubauen, ein bisschen nach vorne zu spielen. Uiuiui, die Nate sollte, glaube ich, dann nicht so landen. Die sollte da durch die Tür durch. Aber der Spieler dahinter war ja eh schon tot. Beide Frags bereits durch Utility erreicht. Tsubasa und Wism sind down. 3 gegen 5 Unterzahl für die Blue Jays. Ah, Slacks, er hat die richtigen Engel. Er muss nur halten. Und er macht ihn. Gegen Shirox. Unterstützt jetzt nochmal von Dudes. Hinten ist Max. Er fällt gegen Cressy. Jetzt ist es eben nur noch Sony. Und der segnet das Seitliche gegen Dude. Und das war eine flawless Round. Kaum mit Schaden für Attex. Gut runtergespielt. Keine Chance für die Blue Jays hier. 5 zu 3 für Attex. Die Führung. Jetzt aber auch wieder Geld für die Blue Jays. Nächster Fullbuy. Auch wieder mit der AWP für Tsubasa. Der AWP gegen Max erfolgreich. Schön da ein bisschen offensiver reingepickt. Direkt belohnt worden. Dude jetzt außen. Oh, schön hochgezogen. Wism versucht es auf Main drauf, aber auch der fällt hier sehr, sehr schnell im 1v1. Kaum Schaden, gar keinen Schaden ausgeteilt gegen Attex. Beide Frags absolut clean gespielt. Jetzt ist es wieder eine starke Unterzahl. Nächster davon, Dude. Auch er wird nicht gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt mal der erste Schaden auch für Attex, der erste Kill für die Blue Jays. Slacks holt die Bombe, er weiß es jetzt. Und dementsprechend ist Blue Jays da quasi aus der Runde auch raus. Shirox ist der Letzte, er muss im 1 gegen 4 da irgendwie rein und die Bombe liegt halt. Dementsprechend kann sich Attex da komplett drauf fokussieren. Machen wir hier jetzt auch Mantu direkt im Gesicht von Shirox. Und die Runde geht an Attex, verdoppeln hier auf 6-3. Und jetzt sieht's gut aus, die letzten Runden. Solide, sehr deutlich von Attex. Zweimal jetzt mehr oder weniger flawless. Drei Runden sogar. Zweimal mit 4, einmal mit allen überlebt. Das sieht man auch so ein bisschen schon am Geld. 9k, 6k, 6k, 8k. Das ist viel auf der Bank von Alternate Attex. Die Blue Jays können sich da ihren Equipment-Vorteil, Economy-Vorteil nicht weiter behalten. Müssen jetzt wieder in den Pistol Force. Guter Molotov nochmal von Dude. Verhindert da quasi einen schnellen Push. Versucht er da durch die Smoke zu sprayen. Jetzt kommt der Go. Es kommen alle in Secret runter. Alle sind unten jetzt. Aber was machen sie draus? Das ist die Frage. Kein Shot geht durch. Und Mantu, da
Das wird jetzt interessant. Nee, der wirft sie und die kommt an, aber macht kaum Schaden, wie auch immer das gerade passiert ist. Er wirft die Nate in 5 Spieler und keiner kriegt Schaden. Auch nett. Nächste Nate hat ein bisschen mehr Impact gehabt, da ging einiges rein. SDFN, zweiter Shot, dritter Shot. Oh, da geht's aber gerade wie beim Tontaubenschießen. 1, 2, 3 und der vierte sitzt auch. SDFN inbound for the Ace. Ah, das kriegt er nicht, Mantu. Möchte gerne auch einen von den Echo Frags haben. Und den gönnt er sich von hinten. Gegen Nex. Und dementsprechend auch die Runde leicht für Attex. Da war nicht viel dran für die Blue Jays. Nächster Fullby. Nächste Chance. So einer muss jetzt langsam mal wieder verwandelt werden. Auf Seiten der Blue Jays. Attex schießt sich hier gerade ein. Die schießen sich gerade so ein bisschen in Rage. Und da fällt Runde für Runde sehr, sehr schnell mittlerweile. Nicht viel Knappes dabei gewesen in den letzten 5. Da auch direkt von oben alles schneller erstmal verhindern. Snacks sieht da oben nur ganz knapp die Schulter und trifft Wisdom. Dementsprechend wieder der Entry gegen die AWP. Erneut ist es über Outside der erste Frag, der hier fällt. Smoke für die Garage. Flash noch dahinter, aber Sony wird da nicht rausgehen. Das würde mich sehr wundern. Er weiß ja, dass da eine AW stand. Jetzt nochmal mit der Flash, aber Snacks. Der eiserne Krieger steht und wartet auf einen Cross. Da kommt aber noch keiner. Und auch Cressy und Mantu haben da den A-Spot gut im Griff. Das Setup von Attex steht sehr, sehr solide. Man hat nur einen auf B, der da direkt ansieht. Das ist SDFN, der natürlich schnell ansagen muss, weil er alleine spielt. Dementsprechend da auch schnell umgepusht werden kann. Er versucht es immer wieder und er ist auch gut erfolgreich. Jetzt Mantu direkt rumgezogen. Kommt da schnell durch den Call von SDFN. Hilft ihm da aus und dementsprechend kriegt man da ein 2 für 1 raus. Und jetzt ist es ein 2 gegen 4 für die Blue Jays. Erneut wieder schwierig geworden, irgendwie die Bombe auf dem B-Spot zu bekommen. Da ist es jetzt Shirox, der fällt gegen Mantu. Sony macht nochmal ein. Jetzt muss er schnell versuchen, irgendwie zu planten. Lässt sich aber Zeit, macht nur den Fake. Da sieht er doch den Kopf. Ui, da hat er aber lange gebraucht, bis er da jetzt drauf war. Und dementsprechend auch Duty Zeit gegeben, außen durch die Door zu kommen. Prinzipiell der richtige Go da in Richtung B. Aber es hat auch wieder einfach zu lange gedauert. SDFN hat zu lange überlegt. Überlebt, nicht überlegt, aber er hat auch überlegt. Was machen wir jetzt hier? Holt dann seine Mates, die rotieren schnell, das ist auf New kein Problem. Und dementsprechend dann auch sehr, sehr gut executed von Attex. 8-3, 5 Runden Vorsprung für die Ultimate Jungs. Und wieder sind es nur Pistolen bei den Blue Jays. Das wiederholt sich gerade so ein bisschen. Das ist natürlich problematisch. So werden die Runden noch viel schwieriger, wenn man kein ordentliches Equipment aufbauen kann. Oh ja, da kommt der nächste und die AUG, sie macht ihren Job. 1, 2, 3. Uiuiui, jetzt geht die Munition irgendwann aus. Aber SDFN, der ja, ballert und ballert und ballert, macht wieder ein 3K. Und damit ist es nur noch Stierox und Wisdom. Und auch die beiden sind jetzt bekannt. Cressy möchte nicht, hat keinen Bock auf den Fight. Zieht sich da lieber zurück, bleibt auf dem Spot, lässt sie kommen und reagiert dann drauf. SDFN, der ist jetzt mittlerweile ja, bei 10 Frags. Davon 8 gegen die Pistols einfach so weggeholt, einen nach dem anderen. Und Cressy und Dude. Die Regeln. SDFN kriegt nochmal 2 Assists. Naja, so kann man natürlich auch die Rampe aufhalten. Mit der AOG da einmal reingesprayt oder beziehungsweise reingetappt. Mit 30 Schuss 3 Leute holen. Und die Runde geht deutlich an Ultimate Attex. Die Blue Jays. Naja, bis jetzt ratlos. Bego hat nicht funktioniert, Argo hat nicht auch funktioniert, schnell irgendwie Outside, Secret, auch das wollte nicht so wirklich. Jetzt hat man wieder Geld, jetzt ist man wieder im Fullby. Was kommt jetzt? Sie steht da oben, ich weiß nicht, ob man den Spot schon mal hat. Ich glaube nicht, da ist noch keiner rausgekommen, jetzt kennt man ihn auf jeden Fall. Aber Wisdom verliert dafür 50 AP. Tsubasa. Und er ist diesmal schneller als SDFN. Nicht nochmal, mein Freund, sagt er hier. Mach den Flag. Oh, der Kopf! Und Slacks ist da drauf. Uiuiuiui, da sieht man aber ganz wenig vom Model. Reicht ihm aber. Da wird drauf gezogen, geschossen, getroffen. Und damit das 1 für 1 gemacht. 4 gegen 4 Situation jetzt.
ein bisschen ruhiger. 50 Sekunden. Blue Jays noch even. Aus der Runde noch was zu verwandeln. Das wäre so wichtig für sie. Mal wieder einen Fullby aufs Scoreboard zu bringen. Cressy ganz knapp außen. Bisschen Pech gehabt von Wisdom. Schön gemacht von Dude. Headshot gegen Sony ist jetzt next. Der fällt auch und jetzt ist es nur noch zu Barca. Der ist gesehen von Dude und der wird geholt von Dude. 10-3 Attacks jetzt. Nach anfänglich even gesetzten Start mit den Pistols, mit den knappen Forceball-Runden zum 3-3. Jetzt aber mit 7 Runden in Folge. Beziehungsweise es sind mittlerweile fast 9, glaube ich. Kann leider, das sieht man an dem nicht so, aber ich glaube, es sind 9. Es war 1-3. Oder 2-3? Irgendwie so. Keine Ahnung. 8-9 Runden, auf jeden Fall eine Weile schon ungeschlagen für Attacks. Jetzt kommt langsam hier der Druck vom Ausnitt. 10-3. Zweistelligkeit da. Wisdom kriegt noch einen Hit. Entsprechend bekannt. Nate fliegt gleich hinterher. 80 AP noch bei ihm. Shirox sieht jetzt mal aus, Pommes rauszukommen irgendwie. Wirft dann nur die Smoke jetzt hin. Hier jetzt auch mit dem maximalen Loser-Bonus für den Force entschieden, auch bei Blue Jays erstmal weiterkaufen, irgendwie Attacks zu brechen. Es sind nur noch 2 Runden, dementsprechend das Geld bei Attacks ist in Stein gemeißelt, die werden jede Runde kaufen können, das sind nur noch 2. Jetzt einfach irgendwie gucken, einen Weg zu finden, hier durch die Verteidigung zu brechen, irgendwie eine Runde aufs Scoreboard zu bringen. Cressy ist bereits gepusht. Steht da jetzt in der Pommesbude drin. Und Stefan, selbe Position, dieses Mal weiter hinten in der Rampe. Hält da wieder den Cross. Sieht jetzt den Fuß. Direkt der Headshot gegen Shirox. Wunderschön von Stefan. Der hält da echt sehr, sehr gut seine Position. Und Cressy pusht halt jetzt von hinten nach. Macht da fast noch einen. Ist jetzt halt bekannt, aber das ist ihm egal. Da hat er viel holen können. Headshot sitzt von Mantu. Das ist gut zusammen gespielt von Attacks. Da kann man absolut nichts sagen. Da kommt die Kommunikation, Stefan macht den Entry, springt die Rampe runter, sagt, okay Jungs, kommen mindestens ein paar, ich höre die Steps, es geht runter in die Rampe, er zieht sich zurück, Cressy pusht von hinten, einer mit der AWP im Crossfire dazu und Attacks macht einen nach dem anderen weg. Das ist wie beim Tontaumschießen hier gerade und Blue Jays finden keinen Weg durch und ich würde mich wundern, wenn sie hier jetzt noch groß was ändern können, weil es ist nur noch eine Runde da, keine Ahnung, selber Versuch nochmal irgendwie hoffen auf was Schnelles, eventuell mit einem Tempowechsel zu arbeiten. Dann muss die CT-Seite für sie laufen. Der war wichtig. Das war schön aufgepasst. Slacks dieses Mal aber oben auf Heaven, beziehungsweise oben im Gerüst und macht da direkt den Refrag. Also auch da hat er draus ziehen können. Der war jetzt gut. Cressy verschießt mit der M4. Holt sich da nicht den Spieler, den er haben müsste. Und dementsprechend jetzt SDFN alleine. Und das ist doch mal eine Möglichkeit für eine Runde, die man umsetzen muss und die man auch umsetzen kann. Max macht den Frag mit der Galil. F4. Die Halbzeit trotzdem gut für Attacks und die Blue Jays brauchen eine gute CT-Hälfte. Ja, weil die Frage kam, der Senator hat es ja schon beantwortet. No Limit Gaming gegen Expert Esports ist unser zweites Match, das dann um 21.30 Uhr startet. Also, estimated, planmäßig zumindest. Kommt immer darauf an, wie lange eben dieses Spiel dauert. Also, wir werden das Spiel nicht verpassen, wenn das hier länger dauert oder dauern sollte. Starten wir eben genau danach rein. Und das ist dann das Match, was auf euch wartet. Aber vorher kommt eh noch eine zweite Map hier. Dementsprechend hier
noch einiges zu spielen für die beiden Teams. Airtex bisher im Vorteil mit einem guten 11-4. Dementsprechend da 7 Runden Vorsprung jetzt rein in der zweiten Halbzeit. Schön mit der Nate gemacht. Holt sich da die Rampe raus. Jetzt Shirox muss unbedingt einen treffen. 1 für 1, zumindest der Trade. Besser als nicht. Jetzt ist Wisdom gefragt. Oh, der macht 2 schöne Klicks. Sehr, sehr stark gegen Mantoon SDFN. Jetzt sind es nur noch Dude und Slacks. Und er wird hinten umgelaufen. Wisdom ist noch bekannt. Und die muss man irgendwie kriegen. Währenddessen hat man eben Zeit gefunden, da zu rotieren. Jetzt geht's zurück für Attex. Sie merken, dass sie hier erstmal nicht weiterkommen. Und jetzt muss man eben schauen, dass man da jetzt wieder Ruhe reinbringt in diese ganze Situation. Von unten jetzt gespottet. Sony ist auch bekannt. 2 gegen 3. Attex wurde hier gut aufgehalten von Wisdom. Dude mit einem schnellen Plant. Oh, das war schön gemacht. Attex da gut rotiert, sehr, sehr schnell nach oben gekommen und dementsprechend jetzt da den Plant gesetzt. Slacks und Dude gegen 3. Können sie die Bombe verteidigen? Ich glaube nicht wirklich. Slacks ist auch bekannt und das ist nicht machbar so. Wird einfach mit purer Manpower die beiden umgerannt. Aber auch hier, Bombplant ist da für Attex. Dementsprechend jetzt die Möglichkeit mit Pistols dagegen zu halten. Aber die Runde ist für die Blue Jays am Start. Und das war wichtig für die Jungs. Da jetzt die Pistol zu gewinnen, direkt ein paar Runden vielleicht auf den Score zu bekommen. Sich hier von Attex nicht weiter abhängen zu lassen. 5 zu 11 damit der neue Score. Holt sich da 2. Mantu und Stefan. Beide fallen. Oh, der Flug und Mantu. Beziehungsweise Max, wollte ich sagen. Zieht da einen nach dem anderen nach. Sind jetzt beide über Outside. Dementsprechend sieht man da jetzt natürlich auch viel Movement bei den Blue Jays nach draußen. Und Dude ist nochmal am Start. Holt sich die M4. Kommt außen rum. Er läuft da komplett um den Flank. Aber jetzt ist er, glaube ich, gespottet. Und er weiß nicht, dass da noch jemand steht. Und Wisdom macht ihn. Uiuiui, Dude, da ein bisschen on a Rampage gewesen. Ja, aber Sony hat die Bombe. Da kann man eigentlich nicht mehr gut drauf kommen. Cressy, wie soll er da hinkommen, ohne absolut zu eskalieren? Versucht mit einem schnellen Drop irgendwie noch den Fokus zu kriegen, aber Shirox passt auf und macht ihn mit der UMP. Und auch die zweite Runde geht dementsprechend hier in der zweiten Halbzeit an die Blue Jays. Attacks aber jetzt direkt mit dem Fullby und da jetzt gegenzuhalten, ist die Aufgabe für die Blue Jays. Die 2 Runden zur Eröffnung sind da. Jetzt muss man es auch gegen den Fullby schaffen. 6-11, noch 5 Runden Defizit für Blue Jays CSGO. Hat da auch den Cross für Secret. Auch da war der Moll ein bisschen zu hoch. Und es bleibt erstmal ruhig. Attacks bei weitem nicht so schnell. Und sich da erst Stück für Stück die Points nach außen hin. Mantu struggelt ein bisschen, überlebt aber mit einem HP gegen Wisdom. Und macht am Ende den Headshot. Mantu jetzt mit der AWP. Gibt die AK lieber an einen Spieler, der hier mit mehr HP im Spray noch was aushalten würde. Nimmt da selber dann das Schießeisen in groß. Entweder er trifft oder er ist sowieso tot. 5 gegen 4 Situation. Attacks noch mit 40 Sekunden auf der Uhr und Dude. Er kommt da einfach sneaky peeky oben durch die Römpe. Macht einen und macht 2. Eieieiei. Das war ja mal absolut outminded, sag ich mal, oder outplayed von Alternate Attacks. Da wurde jeder irgendwie böse erwischt. Keiner hat da wirklich irgendwie den krassen 1v1-on-fight haben können. Bis der einzige war draußen eben, der dann ganz nah mit 1 HP an Mantu ging. Aber das war ja mal krass gespielt von Attacks. Blue Jays
Alle defensiv aufgestellt, warten auf den Execute, aber da kommt kein krasser Execute. Da wird einer nach dem anderen sneaky peeky mit dem Ninja-Move abgeholt. Und jetzt ist es für Blue Jays eben wieder nur ein Pistol bei. Dude mit dem Headshot gegen Tsubasa. Schön von Slacks. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein No-Scope oder ein Quickscope war von ihm. Ergebnis bleibt das gleiche. 5 gegen 3. Sony, Max, Yorks gegen alle. Max steht in Vent. Wird er gecheckt oder nicht? Und er wird gemacht. Man sieht da den Arm früher, als er Max hier spotten konnte. Oder als der Vent spotten konnte. Und dementsprechend verliert er da auch diesen On-Fight. Dude pusht wieder aus dem Rum. Holt sich da wieder einen Spieler im Lurk. Und damit ist der A-Spot komplett clear. Und Chirox ist der letzte. 1 gegen 5 mit der Desert Eagle. Zeigt uns nochmal die coole Animation. Mal schauen, ob er noch einen wegkriegt. Oh, direkt nochmal. Wunderbar. Auf geht's. Ein Exit wäre nicht schlecht. Vielleicht eine Bombe. Ja, gut. Vielleicht eine Waffe zu saven, wollte ich sagen. Aber Dude hat da ja mal gar was dagegen und holt sich da mit dem Headshot auch ihn schnell ab. 6-13 Attacks mit 13 Runden jetzt mittlerweile. Kommen in eine Zone, in der Blue Jays nicht mehr viel Raum für Fehler bleibt, wenn sie hier heute in der ersten Map schon Punkte mitnehmen wollen. Ausnet Attacks wirkt konzentriert, wirkt sehr stark. Da muss mehr kommen von den Blue Jays. Pommes, man versucht schnell da hoch zu springen, aber der Cross ist bereits da. Man ist bereits runter in Vent. Und ich weiß nicht mal, ob man das so wirklich auf dem Schirm hat bei den Blue Jays. Cressy ist da schon komplett durch. Und Tsubasa, der rechnet gar nicht damit, dass ihm da plötzlich einer kommt. Und dementsprechend macht Cressy dann einen mehr oder weniger einfachen Frag gegen Tsubasa. Er öffnet wieder gut für Alternate Attacks. 5 gegen 4, direkt wieder die Überzahlsituation aufgebaut. Ja, Manto legt, Manto plantet und macht damit die Runde mehr oder weniger klar. Blue Jays da überhaupt nicht on Fokus, haben da niemanden da, der wirklich großartig was dagegen jetzt machen kann. Man muss hier eigentlich auf den Safe gehen, versuchen diese Waffen durchzubringen und dann auf die nächste Runde nochmal spielen. Weil hier wird nicht mehr viel drin sein. Ja, die Runde geht durch. Eine großartige Hand. Alle behalten soweit ihre Waffen. Und dementsprechend kommt man hier den Save durch für die Blue Jays. Darauf wird jetzt aufgebaut, darauf wird gekauft, darauf muss die Runde jetzt auch funktionieren. Alternate Attacks mit dem 14-6. Das sind 8 Runden Vorsprung für die Jungs von Alternate und dementsprechend da auch eine gewisse Sicherheit mittlerweile hier da. Attacks weiß, dass sie definitiv hier eine gute Chance haben, diese Map zu gewinnen. Eine Runde schon mal zur sicheren Overtime. Und wenn die jetzt kommt, dann war es das meiner Meinung nach, weil dann haben die Spieler der Blue Jays auch keine Waffen, kein Geld, um irgendwie nochmal was dagegen zu setzen. Tsubasa eröffnet dabei erstmal gegen Cressy. Dementsprechend die Blue Jays jetzt mal in der Überzahlsituation. Main wird aber direkt wieder abgecheckt und abgeholt. Sehr starker Headshot von Mantu. Wisdom. Oben in Heaven. Macht fast zwei. Er macht zwei. Er holt den Double Kill. Und das war wichtig jetzt. Und auch Tsubasa macht seinen Job. Holt da über Main und aus der Door raus ein. Und jetzt ist es nur noch Dude und auch der fällt. Lebenszeichen von Blue Jays. Sehr, sehr starke Runde hier. Nur ein Mann verloren. Ansonsten jedes Duell, jeden Fight gewonnen. Und damit geht man auf das 7-14. Attacks kann erstmal weiterkaufen. Die haben so viel Geld, die können noch ein, zwei Runden definitiv vollkaufen, auch wenn sie verlieren. Und die Blue Jays müssen hier jetzt konstant so bleiben. Müssen jetzt schauen, dass sie ein, zwei, drei Runden in Folge erstmal holen. Und dann gucken, einen Weg zu finden gegen Attacks, wenn man dieses Comeback noch spielen will. Wenn man hier die Hoffnung sieht. Oh, Max macht Mantu, aber Dude ist direkt da für den Refract Tsubasa. Oh, das war ein bisschen Pech für ihn.
Kurz vorm Peak. Da mit den Nades rausgezogen. SDFN kommt jetzt durch Pommes. Shirox. Wartet darauf, Dude. Das hat er schon dreimal gemacht mittlerweile. Dementsprechend hat man da so ein bisschen auf ihn gewartet einfach. Oben im Gerüst und macht ihn dann da auch. Wieder die Überzahl für die Blue Jays. Attacks. Im 3 gegen 4. Jetzt noch ein 3 gegen 3. Cressy macht den Headshot gegen Sony Wisdom. Leise, leise, leise raus. Und Snacks ist trotzdem schnell genug. Das gibt's doch nicht. Da habe ich ihn tot gesehen eigentlich. Aber er macht mit der AWP den Frag. Und jetzt ist es ein Shirox und Tsubasa gegen 3. Versucht man es? Kann man es versuchen? Kann man es schaffen? Oder geht man auf den Safe? Das wäre die 15. Runde für Attex. Oh, schön von Shirox. Durch die Smoke da. Bisschen mit Glück. Die Eröffnung für den Retake. Und jetzt ist es ein 2-on-2. Man geht scheinbar dafür, aber Cressy steht gut. Cressy steht sogar sehr gut. Und jetzt wird er da unterstützt von hinten. Ja, und da ist das Crossfire gut von SDFN und Cressy. Einer vorne, einer hinten. Da kann man sich nicht gut auf beide so fokussieren für die Blue Jays. Wollte erst einen, dann den anderen umpushen. Jeweils zu zweit auf einen drauf, aber... Bereits an Cressy hat man sich hier die Zähne ausgebissen. Und Alternate Attacks hat damit die 15 sicher. 15-7. Das ist mindestens ein Punkt für Attacks. Und das sind auch 8 Map Points bzw. Match Points für Alternate Attacks und Blue Jays. Ja, für die bleibt nichts anderes übrig, als jetzt fehlerfrei zu spielen. Ansonsten ist die erste Map-Geschichte. Ansonsten war es das mit Nuke. Der Entry kommt erneut von Alternate Attacks. SDFN wieder aus der Door. Wie auch immer, dann noch ein Headshot fällt, holt sich ein über Offside. Jetzt auch der Onfight von STFN. Wird da so ein bisschen outplayed, dadurch, dass Max noch von der anderen Seite kommt. Ist mal gut zusammengespielt, aber Dude und Cressy machen jeweils die Refrags. Und Shirox ist damit der Letzte. 1 gegen 4. Miracle Clutch oder das Match für Alternate Attacks. Und jetzt geht's raus. Er versucht's, aber er schaut in die falsche Richtung. Und da kommt der Versuch mit dem Knife irgendwie, aber am Ende ist es die Diegel von Slacks.